Ja, ja, der Kommissar ermittelt wieder, ihr Masken. Alles begann völlig harmlos nach einer durchgezechten Nacht. Ich erwachte spuckgebrechend an einem blutbefleckten Platz. Der Rolli lag am Boden, ich sah die Felgen dunkel scheinen und ein Haufen Kondome türmte sich zwischen meinen Stummelbeinen. Zunächst also nichts Ungewöhnliches in meinem Tagesablauf. Daran änderte auch der erhangene Clown nichts oder die haarige Frau, die bewusstlos auf der nahegelegenen Parkbank lag. Doch als ich meine Hose suchte, traf mich ein harter Schlag. Ich war plötzlich hellwach und konnte den nächsten Angriff blocken, und so wehrte ich mich mit allerbestem Drunken Boxing. Der erste ging zu Boden, noch zwei weitere übrig. Warum wollten mir diese Inder nur die Scheiße rausprügeln? Keine Zeit für Gedanken. Einer der Punks zeigte sein Messer. Meine Walte hatte ich wohl wieder in der Kneipe vergessen. Ich drückte auf meine Uhr, die ich am Arm noch trug, und aktivierte per Sprachmodul meinen Kampfrollstuhl. Quietschend drehten sich nun dessen goldene Felgen und schon raste er los und man hörte Knochen zerbrechen. Der Erfolg gab mir recht, denn nach den ersten mächtigen Schlägen lagen die Schurken da mit stark verdrehten Extremitäten. Die Gefahr war gebannt. Ey, was für eine krasse Scheiße. Ich untersuchte die drei überraschend eisekalten Leichen. Neben Waffen, Eistee und einem Packen Gleitcreme fand ich eine Karte der drei Fragezeichen. Wenig überrascht ob dieser Faktenlage, begab ich mich zur Schrottplatzzentrale der drei Kameraden. Nach Darbietung meiner 10-minütigen Hasstirade übernahm Justus mit seinem üblichen Hang zu schwafeln. Der Klient kontaktierte uns am gestrigen Abend, erzählte uns eine Geschichte seiner fränkischen Ahnen. Um zu erben, wollte er sich mit seiner Schwester vertragen, aber scheiterte schon daran, den Crack zu entsorgen. Komm zum Thema, blügte ich voll brodelnder Ungeduld. Waren Fusel, Blutkrebs oder ein koksender Musel schuld? Welchen Grund hatten die Männer gehabt, mich anzunehmen? Doch passenderweise sah ich von mir nur drei Fragezeichen. Wenig schlauer, doch immerhin mit einer Kontaktadresse, fuhr ich ins Hotel, um den Klienten dort anzutreffen. Doch statt Aktien checkend oder gar Branntwein ächzend, fand ich ihn nackt und mit Panzertape an den Schrank gefesselt. Ich befreite den armen Tropf aus seiner misslichen Lage, dabei verlor er einen Teil seiner intimen Behaarung. Die Täterin war vermutlich eine indische Dame und sie stahl ihm seinen Pass und die Visitenkarte. Langsam begriff ich die glasklaren Zusammenhänge zwischen der Diebin und meinem morgendlichen Handgemenge. Doch das war's für dieses Mal von eurem rollenden Proll. Mehr gibt es beim nächsten Teil, denn Fortsetzung folgt.